Mazu ist Retro. Schnell kann es geschehen, dass wir miteinander in die 70er gehen. Und ich weiß, wir werden uns verstehen. Hör mal zu, ist Retro. Und Retro ist auch das Kriminalbüro. Ja, das ist sehr beliebt bei Ihnen. Und wir präsentieren voller Stolz zwei neue Fälle unseres charmanten Duos. Bitteschön. Herr Vendrine, notieren Sie mal als Requisiten. Ist meine Frau schon da? Ich glaube nicht, Herr Asmus. Nein, Bernhard, ich habe Irene heute noch nicht gesehen. Wenn er so für dich sorgt und außerdem noch vorsorgt, das, das ist es nicht. Ich habe es dir nur erzählt, damit du siehst, was Bernhard Asmus für ein Mensch ist. Ein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Gegensatz zu mir. Ja, und er betrügt mich nicht. Verzeihung, kleine Nebenfrage. Liebst du ihn wirklich? Ich fühle mich bei ihm geborgen. Ich habe endlich Sicherheit. Das freut mich. Die hast du bei mir nicht gehabt. Nein, wirklich nicht. Tja, Irene, es waren schlechte Zeiten für mich damals. Du weißt, ich habe sogar mein Lokal verkaufen müssen. Mit Verlust. Ja, Andreas Ecker hat es mir schon erzählt. Er hat ja auch sein bisschen Geld dabei verloren. Naja, vielleicht mache ich es wieder gut. Nach dem Kaffee. Danke. Auf jeden Fall war es sehr nett von dir, dass du ihm das Engagement als Requisiteur im Theater besorgt hast. Das hat mein Mann getan. Dein Mann bin ich. Bernhard Asmus will mich heiraten. Ich habe dich gebeten, hier... Du weißt doch, dass eine Scheidung in Italien nicht möglich ist. Ach, auf einmal bist du Italiener. Das müsste ja nicht im Bozen sein. Wir können uns doch hier in Wien... Nein, ich lass mich nicht scheiden. Bist du nur hierher gekommen, mir das zu sagen? Diese Sache mit dir und Asmus kann kein gutes Ende nehmen. Wie geht es Ihnen heute Abend? Ja, gnädige Frau, Sie wissen ja, Herr Asmus lässt sich nichts anmerken, aber... Aber? Die 40 Vorstellungen in Wien, dann die anstrengende Tournee schon über 30 Mal. Herr Asmus sollte sich mehr schonen. Nein, fühlst du nicht mehr. Ach, wie soll ich mit den Fühlen ausgezeichnet? Warst du beim Arzt? Ja, das hab ich doch schon gesagt. Und? Er kann nichts finden. Umso besser. Was ihr nur alle habt. Ich kann dir nur sagen, hier diese Rolle des Falstaff mit diesen grässlichen Batons. Schmeißt den Bullen um. Also ich fühle... Es geht mir ausgezeichnet. Bernhard, wie geht's dir? Ja, blendend, also besser als je. Und bitte nicht, schau, ich bin ja ganz nass geschwitzt. Warte am besten unten in der Kantine auf mich. Kantine, solltest du lieber gleich ins Hotel gehen. Also gut, gut, ins Hotel, ja. Ich komme gleich runter. Ich warte in der Kantine. Ja, ja. Hat meine Frau schon lange gewartet? Vielleicht seit einer halben Stunde. Ist das alles feucht. Oh je, das Wams ist aber durchgeschwitzt. Das sollten wir mal in die Reinigung geben. Ich glaube, wir müssen den ganzen Asmus mal in die Reinigung geben. Da gibt's gar nichts zu lachen. Komm, los, nimm mir das Waton ab, Czermak. Damit ich wieder atmen kann. Also warten Sie doch, Herr Asmus. Du solltest ein paar Tage in die Klinik, zur genauen Beobachtung. Auch wenn ich eine Vorstellung absagen muss. Ich mache mir wirklich Sorgen, Bernhard. Tja, das hat die gnädige Frau auch gesagt. Wenn ich nur wüsste, warum er wirklich hier war. Geschäftlich, hat er mir gesagt. Geschäftlich? Was hat er jetzt wieder vor? Keine Ahnung. Was hat er Ihnen sonst erzählt? Nichts weiter. Jetzt heißt's schon wieder einpacken. Ach, Czermak, sagen Sie doch bitte meiner Frau, ich sei in 10 Minuten unten, ja? Jawohl, Herr Asmus. Warum sagst du denn immer meine Frau? Irene ist meine Frau, auch wenn es in Italien keine Scheidung gibt. Oder wenn sich ihr Mann nicht scheiden lassen will. Jawohl. Kannst ja machen, was du willst. Eben. Das ganze Ensemble weiß, dass Irene Frau Steiner heißt, dass ihr Mann eine kleine Kneipe in Bozen hat. Gehabt hat. Das ist einerlei. Bernhard, wir kennen uns lange genug. Du weißt, dass ich kein Spaßverderber bin. Ich gönne dir dein Vergnügen. Vergnügen? Mein lieber Kurt. Also schön, dein Glück. Aber ich denke dabei nicht weniger an Irene. Vergiss nicht, sie ist 20 Jahre jünger als du. Also um genau zu sein, 21. Ja? Auch daran habe ich gedacht. Ich denke nämlich nicht nur an mein Vergnügen. Und aus diesem Grunde habe ich für Frau Steiner eine Versicherung abgeschlossen. Ich kenne die Geschichte. So, na also. Leider. Das heißt leider. Gar nichts.
Sei mir nicht böse, Bernhard, ich muss es dir sagen. Was? Auch wenn es mich deine Freundschaft kosten sollte. Ich habe einen schrecklichen Verdacht. Eine merkwürdige Geschichte, ja, allerdings. Bitte? Es liegt nichts vor, überhaupt nichts. Aha. Ja, den Namen habe ich notiert, danke. Tja, aber da müsste doch erst mal der Versicherungsnehmer selbst... Ach so, ja, 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 ich verstehe. Nur so auf alle Fälle. Danke, Herr Direktor. Ja? Eine merkwürdige Geschichte. Ein Theaterdirektor hat eben unsere Direktion angerufen. Die wissen gar nichts damit anzufangen. Ach, aber wir sollen was damit anfangen können. Vermutlich. Herr Bernhard Asmus, Opernsänger, hat bei uns einen ungewöhnlich hohen Lebensversicherungsvertrag abgeschlossen. Asmus, Bernhard Asmus, den Namen kenne ich. Begünstigt ist eine Frau Irene Steiner. Verwandt? Nein, sie ist vermutlich seine... Ja, ja, ich verstehe. Ja. Die Begünstigte Irene Steiner ist 25 Jahre jünger als Herr Bernhard Asmus. Und nun kriegt es Herr Asmus mit der Angst und glaubt, dass ihn Irene Steiner umbringen will. Stimmt's? Nee, der Asmus hat keine Angst. Sondern? Herr Vendriner, Theaterdirektor und Regisseur des Wiener Gastspielunternehmens. Er meint, es wäre jeder Schritt erlaubt, um ein Unheil zu verhüten. Gesunde Theorie. Nun muss uns Herr Vendriner sagen, ob wirklich ein Unheil zu erwarten ist und welchen Schritt wir unternehmen sollen. Das will er ja. Herr Vendriner bittet um Erlaubnis, uns zu besuchen. Er kommt in den nächsten Tagen mit dem Gastspiel hierher. Versicherungssumme 150.000, nicht schlecht. Zahlbar beim Ableben des Versicherungsnehmers an die begünstigte Irene Steiner, geborene Riffler. Ja, ganz schönes Prämienaufkommen bei dem späten Versicherungsabschluss. Das kann sich ein so prominenter Mann wie Bernhard Asmus leisten. Übrigens, Doktorchen, die Plakate hängen schon. Die lustigen Weiber von Windsor. Es ist eine Ausstellung im Kunstpalast, französische Impressionisten. Den möchte ich furchtbar gerne sehen. Ja, aber bitte. Ja, aber nicht gerne allein. Ich möchte lieber, dass du mitgehst. Ja, dann vielleicht morgen. Hm? Oder nein, besser geh doch du heute allein. Sieh mal nach dieser Reise und diese grässliche Nachtfahrt. Ich weiß nicht. Bernhard, du verheimlichst mir etwas. Dass ich? Dir? Ja. Vendriner sagt mir, dir sowas nicht in Ordnung. Du müsstest dringend zur Untersuchung in eine Klinik. Ja, ja, ich gehe ja auch. Aber erst, wenn diese Tournee vorbei ist. Das ist doch klar. Die Gesundheit geht doch vor. Aber ich bin doch im Grunde kein gesunder Mensch. Komm. Jetzt habe ich halt mal diese Geschichte, eine Infektion oder weiß der Teufel, was das ist. Aber im Prinzip geht es mir großartig. Und diese Tournee, die werde ich erst noch durchstehen. Sag mal, was ich dich schon immer fragen wollte. Herrn Steiner hast du in den letzten Wochen nicht gesehen? Nein, und will es auch nicht. Sag mal, dieser Andreas Egger, woher kennst du den eigentlich? Aber das habe ich dir doch schon 100-mal erzählt. Halt eben ein Bekannter. Bozi ist eine kleine Stadt, da kennt jeder jeden. Warum hast du denn eigentlich nie zu uns eingeladen? Wozu auch? Nein, nein, das möchte ich nicht. Ich dachte nur, so ein kleiner Heimatplausch. Ach, das kann ich schon gar nicht gebrauchen. Heimat, Bozen und alles, was da war, das möchte ich möglichst schnell vergessen. Wird ein Frühstück sein. Herein. Guten Morgen. 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 Bitte sehr, das Frühstück. Na, herrlich. So. Ich mach das schon. Ach, bitte ziehen Sie doch im Schlafzimmer die Rollos hoch, ja? Ja, gerne, Herr Asmus. Liebling, du musst leider gehen, sonst wäre es viel zu spät für die Ausstellung. Du bist doch zum Mittag zurück? Natürlich. Er hat Ihnen geschrieben? Ja, vor einer Woche. Was will er denn? Gar nichts. Er wollte wohl nur wissen, wie es Ihnen geht. Er denkt wohl, Sie kommen eines Tages irgendwann einmal zu ihm zurück. Ich frage mich wirklich manchmal, ob es richtig war, dass ich Mario verlassen habe. Na, ich bitte Sie, Frau Steiner, so wie der sich benommen hat, dagegen leben Sie doch jetzt direkt im Himmel. Die ersten Monate, ja. Aber jetzt? Ich weiß nicht, was in Asmus gefahren ist. Ich glaube, Vendriner hat ihm ein Floh ins Ohr gesetzt. Ach, was denn für einen Floh? Ich weiß nicht. Er fragt mich immer aus, ob ich von Mario was höre. Er möchte auch, dass Sie uns mal besuchen. Lieber nicht. Ich würde mich sonst nur verplappern. Ich weiß wahrhaftig nicht mehr, was ich machen soll. Wenn Mario nicht in die Scheidung einwilligt... Herr Asmus stellt sich doch überall als seine Frau vor. Aber das geht doch alles nicht. Nicht auf die Dauer. Meine Nerven machen das nicht mehr lange mit. Vendriner kann mich aus irgendeinem Grund nicht leiden. Ich hatte schon geschrieben, wir haben auch neulich telefoniert in der Sache meines Freundes Bernhard Asmus. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Leider haben Sie Herrn Asmus nicht gleich mitgebracht. Nein, nein, die Sache ist, wie soll ich das sagen, etwas delikat. Ich möchte noch einiges mit Ihnen besprechen, was ich nicht gut in seiner Gegenwart... Ich verstehe.
Mein Freund hat sein Leben versichern lassen zugunsten seiner Freundin, Frau Irene Steiner. Ich nehme an, sehr hoch. Mhm. Frau Steiner ist vor einem Jahreshaus damit zu ihm gekommen aus Bozen. Sie ist wohl ihrem Mann weggelaufen oder so etwas. Bernhard Asmus ist einer späten Leidenschaft erlegen. Ganz ohne Kontrolle. Herr Vendrina, kommen wir auf des Pudels Kern. Wodurch hat Irene Steiner ihr Misstrauen erregt? Nun ja, also vor einem halben Jahr hat Asmus den Vertrag getätigt. Und bald danach begann er zu kränkeln. Da war dem früher nie etwas gefehlt. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit sagen will. Nur zu genau. Sie sprechen einen schwerwiegenden Verdacht aus. Mit dem Sie vielmehr, Herr Asmus, zunächst zu einem Arzt gehen sollten. Und dann zur Polizei. Warum kommen Sie überhaupt zu uns? Das ist doch furchtbar einfach. Der Vertrag muss gelöst werden. Dann fällt die Versuchung weg und damit die Bedrohung. Da können Sie nur mit Herrn Asmus reden. Mit ihm ist nicht zu reden. Sie müssen etwas tun. Sie können doch nicht auf dem Vertrag hocken bleiben und warten, bis eine Katastrophe eintritt. Meine Herren, diesen Ton können Sie auch mit uns nicht reden. Verzeihen Sie. Sie sind um Ihren Freund besorgt, das will ich gerne honorieren, aber wir sind ja keine Nebenstelle der Staatsanwaltschaft. Bringen Sie Herrn Asmus her. Ich will es versuchen. Vorher kann ich in Ihrer Sache gar nichts tun. Bitte nehmen Sie noch mal Platz. Ich würde gern Frau Irene Steiner kennenlernen. Können Sie mir das vermitteln? Inoffiziell so, ganz zufällig natürlich. Ich fürchte, es gibt zu Frau Steiner keinen schlechteren Weg als mich. Sie kann mich nicht ausstehen. Aber ich werde etwas arrangieren. Nimmst du mich mit? Ach du, heute geht's leider nicht. Ich muss zu einer Agentur. Vendrina holt mich ab, weißt du? Entschuldige. Asmus? Ja, Potier? Ja? Ja gut, ich komme gleich. Ach so. Mhm. Ja, ja, schön. Ja, dann bitten Sie die Herrschaften herauf. Sie hat eine Dame mitgebracht und ob sie so lange bei dir bleiben könnte, bis wir zurück sind. Ja, bitte. Bitte schön. Tag, Bernhard. Frau Irene. Das ist Babette Pollmann. Guten Tag. Die Tochter eines alten Freundes. Mir zufällig in die Arme gelaufen. Ich hatte keine Ahnung, dass sie in dieser Stadt steckt. Ich habe sie dann gleich verhaftet, sonst würde ich sie nie mehr zu Gesicht bekommen. Wenn ich sie vielleicht so lange hier in Aufbewahrung geben dürfte. Ja. Das höchste Zeit. In einer Stunde oder in anderthalb sind wir wieder da. Ja, so spätestens um zwei werden wir dann hier sein. Hm? Vielleicht können wir alle zusammen zum Mittagessen. Hm? Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Bitte legen Sie doch ab. Hübsche Person. Zufällig getroffen? Ja, stell dir vor. Tochter eines alten Freundes. Hm? Eines alten Schulfreundes. Du alter Fuchs. Nein, nein, was du denkst, ist nicht. Ich bin doch nicht so verrückt wie du. Jetzt müssen Sie mich zur Aufbewahrung annehmen wie ein unwillkommenes Gepäckstück. Aber ich freue mich, wenn Sie schon zufällig einen alten Bekannten treffen. Tja, aber ich sitze viel lieber hier bei Ihnen. Na nun? Ja, offen gestanden, ich bin ganz dankbar für die Minuten, die ich mit Vendrina nicht zusammen sein muss. Ich weiß, es klingt sehr ungezogen und indiskret, aber... Naja, Sie kennen Vendrina ja wahrscheinlich selber. Oh ja. Ich weiß, er kann nichts dafür, aber... Er interessiert sich einfach mehr für das Leben seiner Umgebung als für sein eigenes. Ja, das stimmt. Überall sieht er Gefahren und er will sie verhindern und... Wissen Sie, wie wir ihn damals nannten? Den Katastrophenengel. Dr. Severin lässt Sie bitten, einen Augenblick zu warten. Du hast mich dann etwas gedrängt, ganz gegen mein Gefühl. Unsinn, Bernhard, du wehrst dich gegen den Verdacht, weil du verliebt bist. Aber du fühlst dich gar nicht sicher. Weil du mich angesteckt hast, mit deinem krankhaften Misstrauen. Das ist doch einfach undenkbar. Verbrechen sind immer undenkbar, bis sie geschehen sind. Und Irene? Es ist genauso, wie Sie sagen. Vendrina ist an allem schuld. Mein Mann, also ich meine Bernhard Asmus, ist plötzlich so merkwürdig geworden. Aber ich langweile Sie sicher. Nein, nein, wirklich nicht. Es tut gut, sich einmal auszusprechen. Natürlich, schütten Sie Ihr Herz ruhig aus. Ach, da fällt mir ein. Sind Sie mit dem Wagen hier? Ja, warum? Würde es Ihnen was ausmachen, mich rasch zum Hauptbusamt zu fahren? Ich habe Herrn Asmus gesagt, dass wir den Fall bereits besprochen haben. Ich hoffe, dass mein Freund nicht zu weit gegangen ist mit seinen Befürchtungen. Ich kann Sie da beruhigen, Herr Asmus. Herr Vendrina hat eigentlich nur angedeutet, dass es Ihnen aus irgendeinem Grunde, der gar nichts zur Sache tut, angenehm wäre, wenn wir Ihnen bestätigen, dass Sie den Vertrag vorsorglich gekündigt haben. Ja, das schon. Dieser Brief hier ist so abgefasst, dass er praktisch alles offen lässt. Sie können das Vertragsverhältnis zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der alten oder in irgendeiner abgewandelten neuen Form wieder aufleben lassen. Die Prämienzahlungen ruhen bis auf Weiteres. Ist Ihnen damit gedient, Herr Asmus? Ja, ja, danke. Das ist gut. Das ist ausgezeichnet. Herr Doktor, Sie haben sich für mich bemüht. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Das ist sehr einfach.
Ich würde gern Ihre Vorstellung besuchen. Keller! Oh, die Pest, alle Liebesabenteuer und Weibertitten! Wenn mich je wieder so eine Sirene verleitet, dann soll man mich wie einen Hasen bei den Hinterfüßen am Windhändler aufhängen. Keller! Sehr toll. Ach du harthöriger Schlingel! Ich werde dir die Ohren abschneiden und sie als Delikatesse nach Konstantinopel schicken. Hol weg! Du Schuft! Oder ich prügle dich in einen Flaschenhals hinein. Hört auf, Sir John, ich will nach welchen holen. Ach, was habe ich alles erdulden müssen. Mich, den ehrenwerten Sir John Falstaff, in den Schlamm geschüttet wie einen elenden Lappen. Wasser, abscheuliches Wasser, rann in meine Gurgel. Uah. Guten Morgen, Babette. Guten Morgen, Herr Doktor. Sie waren gestern in den lustigen Weibern und das ohne mich. Das finde ich gar nicht sehr nett. Es war ein dienstlicher Besuch. Ach, Sie haben am Ende noch was ermittelt? Ja, zum Beispiel, dass Falstaff eine ganze Menge säuft. Oh, das ist ja schon historisch. Da habe ich frischeres Material. Hat Ihnen Irene Steiner was erzählt? Jede Menge. Ach nee, kommen Sie mal rüber. Ihr Mann, Mario Steiner in Bozen. Der ist ein Schwieferl. Er hat sie erstens mal betrogen, zweitens um ihre Ersparnisse gebracht. Ebenso wie einen gewissen Andreas Egger, der war früher mal Kellner in Steiners Kneipe. Ach, und dieser Egger spielt eine besondere Rolle? In den lustigen Weibern? Aber Babette. Wieso? Er ist dort Requisiteur. Wie bitte? Er kam nach Steiners Konkurs nach Wien und bat Frau Irene, ihm doch zu helfen. Und sie hat dann den Asmus beschwatzt, dem armen Landsmann doch einen Job zu geben. Den ehemaligen Angestellten Ihres Mannes ausgerechnet. Wollen Sie auch einen Wermut? Ja, gern. Diesen Umstand hat sie Asmus natürlich verschwiegen. Ja, notgedrungen. Denn Asmus sagte mir, dass sie keinerlei Verbindung mehr zu Steiner unterhält. Das stimmt nicht. Woher wissen Sie das? Ich habe sie zum Hauptpostamt gefahren. Sie hat sich einen Brief von Mario Steiner abgeholt. Ach, und was stand in dem Brief? Sie hat ihn mir nicht vorgelesen. Also Doktorchen, jetzt werden Sie aber nicht unbescheiden. Schade. Wahrscheinlich wartet er jetzt auf Sie und auf die 150.000 Mark. Vielleicht, wenn Herr Vendrina recht hat. Prost. Wenn man nur wüsste, was hinter den Stirnen dieser Menschen vorgeht. Zunächst möchte ich mal wissen, was hinter der Bühne der lustigen Weiber vorgeht. Wie könnte ich mich da unauffällig bewegen, ohne irgendeinen Verdacht zu erregen? Ich könnte ja mal mit meinem neuen, alten Bekannten reden. Vielleicht engagiert sie Herr Vendrina als Komparse. Das fiel er auf. Nein, Herr Vendrina kann mir da nicht helfen. Aber vielleicht die Feuerwehr. Keller! Oh, die Pest, alle Liebesabenteuer und Weibertitten! Wenn mich je wieder so eine Sirene verleitet, dann soll man mich wie einen Hasen bei den Hinterfüßen am Windhändler aufhängen. Keller! Sie haben zufällig eine Kopfschmerztablette? Aber ja, ich hole Ihnen welche. Und Sie als Delikatesse nach Konstantinopel schicken. Hol weg! Du Schuft! Oder ich prügle dich in einen Flaschenhals hinein. Das Gerichtsmedizinische Institut stellte bei der von Dr. Severin gesicherten Probe Spuren von Arsentrioxid fest. Die Dosierung war raffinierterweise so minimal bemessen, dass sie im lebenden Körper kaum nachzuweisen war. Über 70 Mal hatte Bernhard Asmus aus dem Pokal des Falstaff das Gift bereits eingenommen. Die 150. und letzte Vorstellung der Tournee hätte er übereinstimmenden ärztlichen Gutachten zufolge nicht mehr erlebt. Schon während der ersten Stückproben fuhr der Angeklagte Mario Steiner nach Wien, gewann den Mitangeklagten Andreas Egger für den verbrecherischen Plan und händigte ihm das mit Brausepulver präparierte Gift aus. Der Mordplan war umso zynischer, als der Verdacht auf Irene Steiner fallen musste. Erst als die Spur zu Mario Steiner führte, fand Dr. Severin zu einer Kombination, der er auf eigene Faust nachging. Und seiner Initiative ist es zu danken, dass die Täter überraschend festgenommen werden konnten. Ihm haben sie es zu danken, dass sie heute nur wegen Mordversuches und nicht wegen vollendeten Mordes vor den Schranken des Gerichtes stehen. Meine Herren Trauzeugen, der Weg zu unserer Hochzeit war zwar etwas ungewöhnlich, aber ich möchte Ihnen beiden für Ihre Mithilfe ganz besonders herzlich danken. Unser Brautpaar lebe hoch! Hoch! Der zweite Fall ist nicht weniger spannend als der erste. Viel Vergnügen! Wie viel Geld, das wissen Sie nicht genau. Nein, ich durfte ja nichts berühren. Aber viel kann es nicht gewesen sein. Bisschen tägliches Geld. Was meinen Sie, Schossi, wie viel? Och, ein Tagesgeld hatten wir immer so um 200 herum in der Kasse. Ja, das meiste wird über Bank und per Scheck verrechnet.
Größere Summen bleiben nie über Nacht hier. 200. Und ca. 120 lagen auf dem Boden verstreut, die der Einbrecher auf der Flucht verloren hatte. Dann können nicht mehr als 80 Mark gestohlen sein. Ja, so ungefähr. Aber wegen der paar Mark bricht doch niemand ein. Eine Frage, Herr Mangold. Sind Sie versichert? Versichert? Ja. Das weiß ich doch nicht. Jassy, sind wir versichert? Gegen Einbruch nicht, gegen alles Mögliche, aber nicht gegen Einbruch. Wissen Sie das genau? Selbstverständlich, Herr Inspektor. Die Sachen erledige ich doch alle. Na schön. Jossi, da fällt mir ein, wir haben doch noch einen Versicherungsvertrag hier liegen. Ja, ich habe Ihnen vor ein paar Tagen noch gesagt, schaffen Sie den Vertrag in den Banktresor. Der hat hier nicht zu liegen. Haben Sie ihn weggeschafft? Oh, der liegt noch hier, das weiß ich bestimmt. Er liegt da noch da? Ja, muss man nachsehen. Sie gestatten? Ja, natürlich. Ratten, Seefrachtbriefe, scheint nicht dabei zu sein, wie? Nein, der ist nicht da. Was für eine Versicherung war es denn? Ja, gestern war er noch hier. Was es für eine Versicherung war? Ach so, Lebensversicherung. Auf Ihr Leben? Nein, nein, ich hatte ihn nur beliehen und ihn verwahren genommen. Von einem Kunden? Ja, das hat mit dem Geschäft nichts zu tun, eine private Angelegenheit. Auf wessen Namen lautete er denn? Paspati, Francesco Paspati. Francesco Paspati, Wohnung? Ach, der ist meistens unterwegs im Ausland. Ja, aber wenn er hier ist, wo wohnt er dann? Nibelungenstraße 3. Nibelungen 3. 3? Wohnen Sie da nicht auch? Ja. Ich habe ihm und seiner Frau eine kleine Wohnung in meinem Hause angeboten. Stehen Sie in freundschaftlichen Beziehungen zu diesem Paspati? Mein Angestellter behandelt die Abteilung Transport und Seefracht. Ja, und warum haben Sie seine Versicherung beliehen? Um ihn in meiner Firma zu halten. Gute Fachleute, die fließend Italienisch sprechen, sind in unserer Branche Wertartikel. Im Übrigen, der Dieb kann doch gar nichts mit der Versicherungspolizei beginnen. Man kann sie beleihen? Ja, aber nur bei der betreffenden Versicherung. Vielleicht auch bei einer Bank? Aber nur, wenn man dort als Kunde bekannt ist. Eben. Dann weiß ich nicht, wozu stiehlt man dann eine Police? Weiß ich auch nicht. Ja, aber der Dieb muss doch gewusst haben, was für eine Verwendung er dafür hat. Ach, ich habe dafür überhaupt keine Erklärung. Vielleicht kann es uns ein Versicherungsfachmann erklären. Was kann man mit einem fremden Versicherungsvertrag anfangen? Wenn der Vertrag gesperrt ist, gar nichts. Und ich werde die Sperrung sofort veranlassen. Eine Lebensversicherung wird doch sowieso erst ausbezahlt, wenn der Vertrag wirksam wird. Ja, wenn der Versicherungsfall eintritt. Das heißt also, wenn der Versicherte stirbt oder erlebt, so wie wir es nennen. Das heißt, für den Dieb ist der Vertrag Paspati an sich völlig wertlos? Nein, nicht unbedingt. Er könnte zum Beispiel eine Begünstigung oder eine Abtretung erschleichen. Aber die Versicherung müsste natürlich verständigt werden. Und? Ja, dann könnte er in aller Ruhe den Versicherungsnehmer Paspati umbringen. Und die Versicherungssumme einkassieren? Theoretisch ja. Sehr interessant. Aber wenn Sie glauben, dass die Perspektiven Mord und Totschlag, die Sie da eröffnen, mir die Arbeit leichter machen, dann sind Sie verdammt auf dem Holzweg. Ehrlich, Inspektor, seit wann machen Ihnen leichte Fälle mehr Spaß als die komplizierten? Seit ich mich dem Oberinspektor nähere. Also. Außerdem ist das Komplizierte an dem Fall nicht das Kriminalistische. Und deshalb bin ich leider auf Ihre Mitarbeit angewiesen, so widerwärtig mir das auch ist. Na schön, wenn Sie mich so liebenswürdig darum bitten. Was kann ich also als Nächstes für Sie tun? Vielleicht nehmen Sie sich erst einmal diesen Herrn Mangold, diesen bestohlenen Pfandgläubiger aufs Korn. Ich weiß nicht, der Mann... Gefällt Ihnen nicht? Im Gegenteil, er gefällt mir viel zu gut. Ah, das macht ihn verdächtig? Naja, also so harmlos wie er sich gibt, ist er wahrscheinlich nicht. Und seine Sekretärin, die schreibt mir auch so etwas. Also Sie wissen ja. Gut, ich werde ihn sofort besuchen. Herr Paspati ist nicht zufällig noch draußen. Nein, der hat mit dem Detailgeschäft nichts zu tun. Er ist meistens unterwegs. Dann haben Sie ihn also von dem Diebstahl noch gar nicht benachrichtigt? Er fährt ja noch früh genug, wenn er zurückkommt. Außerdem ist ja nicht er bestohlen worden, sondern ich. Brauchen Sie mich noch, Herr Mangold? Nein, so ist es. Danke. Haben Sie sich denn den Vertrag überschreiben lassen? Ach, das war doch mehr so eine Freundschaftssache. Ja, aber in so einem Falle lässt man sich doch die Schuldsumme in der Police eintragen und... So weit sollte es doch gar nicht kommen. Er wollte mir das Geld zurückgeben, sobald er es beisammen hatte. Wie viel? 5 Mille. Im Übrigen kann das die Versicherung doch gar nicht interessieren. Das ist doch eine reine Privatangelegenheit. Oh doch, uns interessiert jede Änderung der Besitzverhältnisse, auch der Besitzwechsel durch Diebstahl. Immerhin geht es um einen ziemlich großen Versicherungsbetrag. 200.000, so viel ich weiß, ne? Wissen Sie auch, ob Herr Paspati alle Prämien bezahlt hat? Oder hat er das Darlehen gebraucht, um sie bezahlen zu können? Oh, nein, das hatte andere Gründe. Schulden? Ja, so etwas Ähnliches wird es wohl gewesen sein. Spielschulden? Jeder hat halt sein Hobby. Spielt er hoch? Was man bei Roulette halt so einsetzt.
Wenn der Spielteufel einmal beim Genick hat, den beutelt er aus. Er ist verheiratet, nicht wahr? Ja, sehr gut verheiratet. Ein vorbildlicher Ehemann. Mit einer entzückenden blonden Frau. Also nochmal, Frau Passepartout, wo ist Ihr Mann? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich weiß es nicht. Aber er muss Ihnen doch vor der Abreise einen Ort genannt haben, wohin er fährt. Nach Italien. Einen Ort, Frau Passepartout. Italien ist groß. Er hat eine Schiffsfracht zu übernehmen. Das kann in Brindisi ebenso wie in Genua sein. Ah, ist er mit dem Auto unterwegs? Ja. Aber fragen Sie doch Herrn Mangold. Der müsste seine Reiseroute ja kennen. Nein, der weiß genauso wenig wie Sie. Angeblich. Glauben Sie mir nicht? Ich bin von Berufs wegen ein Skeptiker. Wie lange sind Sie eigentlich schon verheiratet? 2 Jahre. Begleiten Sie Ihren Mann manchmal, wenn er auf Reisen ist? Nein. Nein? Selten. Fast nie. Dann sind Sie also sehr oft allein. So eine Art Seemannsfrau. Mehr Strohwitwe als Ehegattin. Ich verstehe wirklich nicht, was diese Frage mit dem Diebstahl zu tun hat. Weder vorbestraft noch pathologisch vorbelastet. Anscheinend hat man ihn sehr genau durchleuchtet. Oh, immerhin ging es um 200.000 Mark. Außerdem ist er Ausländer. Er hat vor 3 Jahren um deutsche Staatsangehörigkeit nachgesucht. Ach, und bewilligt bekommen? Das geht aus dem Akt nicht hervor. Aber etwas anderes geht daraus hervor. Was? Eine Zusatzklausel. Die Versicherung schließt auch Ableben durch Freitod ein. Die Karenzzeit beträgt 2 Jahre. Wann ist der Vertrag abgeschlossen? Moment. Am 15. dieses Monats vor 2 Jahren. Und heute haben wir den 8. Die Zeit wird kostbar, Babette. Wieso halten Sie Selbstmord für möglich? Möglich ist alles. Es gibt Morde, die auf Selbstmord frisiert sind. Da wir also auf geradem Weg nicht weiterkommen, sollten wir es mal auf die krumme Tour versuchen. Und an wen denken Sie da? Frau Passepartout. Da brauchen Sie keine Umwege zu machen. Frau Passepartout soll von einer rührenden Arglosigkeit sein. Die können Sie direkt ansteuern. Sehr knifflige Arbeit, was? Ja, ziemlich. Ich habe noch nie ein Oberhemd gebügelt. Naja, wenn man es nicht braucht. Ach, Sie brauchen es doch auch nicht. Warum geben Sie die Sachen nicht in die Wäscherei? Ach, ich habe ja Zeit. Und außerdem ist mir die Wäscherei viel zu teuer. Aber das spielt doch bei Ihnen gar keine Rolle. Ihr Mann verdient doch sehr gut. Er hat auch viele Ausgaben. Wenn er unterwegs ist, für Hotels, Restaurants und so. Ja, manchmal ausgehen, mal was anderes erleben als immer nur Arbeit. Das geht natürlich ins Geld. Ja. Was spielt er eigentlich am liebsten? Roulette oder? Er spielt? Wie kommen Sie darauf? Och, Mangold hat sowas angedeutet. Also davon weiß ich wirklich nichts. Und von der Lebensversicherung wissen Sie auch nichts? Doch. Bald ist wieder eine sehr hohe Prämie fällig. Ich weiß. Fast 5.000 Mark. Ja, 5.000 Mark. Frau Passepartout, wir können doch offen miteinander reden, nicht wahr? Ja. Warum lassen Sie die Lebensversicherung nicht einfach auslaufen mit einer Prämienrückvergütung? Geht das? Natürlich geht das, wenn Sie geldknapp sind. Also wenn wir manchmal geldknapp sind, dann hat das seine Gründe. Welche? Er muss sehr oft Geld nach Rossiglione schicken. Nach Rossiglione? Ja, an seine Eltern. Sie leben dort und sind auf seine Unterstützung angewiesen. Wo liegt denn dieses Rossiglione? Ich glaube, in der Nähe von Genua. Ja, waren Sie denn noch nie dort? Nein, noch nie. Ich kenne seine Eltern noch gar nicht. Tja, aber Sie sind doch schon 2 Jahre verheiratet. Ja, aber Francesco hat seitdem keine Beziehungen mehr zu Ihnen. Mhm. Er schickt Ihnen nur immer Geld, aber sonst will er nichts mehr mit Ihnen zu tun haben. Ihretwegen? Ich nehme es an. Ist er das da? Ja, das ist Francesco. Ach, Frau Passepartout, würden Sie mir das Bild mal leihweise überlassen? Rossiglione. Ja, hier liegt's. 20 Kilometer von Genua. Und mehr als 600 von hier. Mhm. Wollen Sie wirklich hinfahren, Doktor? Es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Scusi, Signorina, dove abitano i Passepartout? Là, la casa Passepartout. Là? Sì, signore. Paolo, Paolo, chiama la mamma. Mille grazie, signorina. Non c'è di che. Mamma, mamma, le signore c'è. Dove, dove? Buongiorno, signora. Buongiorno. Vorrei visitare la madre di Passepartout. Sì, prego. No, la vecchia madre. Sono donna Passepartout. Non mi capisce. Di Eltan. I genitori Passepartout. Il padre e la madre di Francesco Passepartout. Può parlare tedesco, signore? Was, Sie sprechen Deutsch? Ah, un poco, ein wenig. Ich habe ihn gelernt als Cameriere in Bolzano. Sehr schön. Ich möchte die Eltern eines Herrn Passepartout. Eltern von Francesco gibt es nicht. Eltern lange tot. 12 Jahre. Wissen Sie das genau? Preciso, signora?
Sicuro, ich muss wissen. Ich bin Frau Paspati, Frau von Francesco. Ist er das? Sie? Woher Sie haben Bild? Waren Sie richtig mit ihm verheiratet? Correttamente sposato? Nix wahr, ich bin richtig sposato. Ich kann Ihnen das Hochzeitsbild zeigen. Und das sind Kinder von ihm. Riccardo Filippo Paolo Paspati. Entschuldigen Sie, Frau Paspati, das habe ich nicht gewusst. Sind Sie jetzt geschieden? Come? Geschieden, divorzato. In Italien nix divorziare, nix gibt Scheiden. Kommt er manchmal her? Nein, er kommt nicht. Er ist fortgelaufen vor Jahren. Von mir und den Kindern. Und nie mehr zurückgekommen, nie. Und wo lebt er jetzt? Ich weiß nicht. Vielleicht in Südamerika, vielleicht in Frankreich. Ich weiß nicht wo. Aber Sie wissen, dass er lebt? Ja, er schickt Geld für Kinder. Viel Geld? Qualche volta, manchmal viel, manchmal wenig. Na, was sagen Sie dazu, Babette? Ich hätte nie gedacht, dass Sie die lange Fahrt in so kurzer Zeit schaffen. Ach was, ich rede jetzt von meiner Spürnase, von meinem Jagdinstinkt. Na, ein bisschen Jagdglück war doch auch dabei, nicht? Na ja, ein bisschen schon. Und was fangen wir jetzt mit Ihrer Jagdbeute an? Sie werden jetzt damit zu Frau Paspati gehen, zu Paspati Nummer 2, und ihr den Bigamisten unter die Nase halten. Ich? Ich soll gehen? Ja, das ist Frauenarbeit, Babette. Mein Gott, es wird einen furchtbaren Schock für Sie geben. Wahrscheinlich, aber da wir so nicht weiterkommen, müssen wir es eben mit der Schocktherapie versuchen, um Sie gesprächig zu machen. Und wenn sie nichts weiß und uns nichts sagen kann, dann haben wir sie umsonst gequält. Warten Sie, Babette, ich gehe mit. Vielleicht ist es doch keine Frauenarbeit. Da, das ist sie. Rasch, vielleicht können Sie feststellen, wohin der Brief geht. Frau Paspati? Ja? Ach, Sie sind es. Was wollen Sie bitte von mir? Frau Paspati, ich muss Ihnen etwas Unangenehmes erzählen. Was Unangenehmes? Ach, kommen Sie doch bitte mit rein. Das ist mein Chef, Dr. Severin, Frau Paspati. Was wollen Sie von mir? Ich will Ihnen helfen. Mir? Ja, Ihnen und Ihrem Mann. Francesco ist in Gefahr. Durch die Polizei? Nein, in einer viel schlimmeren Gefahr. Es geht jetzt nicht um die Bigamie, es geht um sein Leben. Wieso? Francesco ist ein Spieler. Er ist nicht nur ein Spieler, er ist ein Hasardeur. Ja. Und diesmal spielt er um sein Leben. Mein Gott, wie kommen Sie darauf? Sie wissen, dass er eine Lebensversicherung hat. Eine Versicherung, die nach einer bestimmten Zeit auch für Selbstmord fällig ist. Ich fürchte, er ist so verschuldet, dass er seine finanzielle Situation für aussichtslos hält. Wahrscheinlich will er sich opfern, damit Sie und seine Kinder in Rossiglione die Versicherungsprämie bekommen. Das ist doch nicht möglich. Diese Frist läuft in 3 Tagen ab, Frau Paspati. Ich muss sofort zu ihm. Wir müssen zu ihm. Wo ist er? Ich habe ja geahnt, dass irgendetwas Furchtbares kommen würde. Er hat sogar so etwas einmal angedeutet. Wo ist er? Ich weiß es nicht genau. Aber Sie schreiben ihm doch. Porto Maurizio, Postlagen. Porto Maurizio? Ja. Das liegt doch bei... Ich glaube, in der Nähe von Sanremo. Ja. Ich muss sofort zu ihm. Nein, Sie fahren mit uns. Packen Sie so schnell wie möglich, so für 3 Tage. In 2 Stunden fahren wir nach Porto Maurizio. Bitte, wohnt bei Ihnen ein Herr Paspati? Come, per favore. C'è qui un signore Paspati, Francesco Paspati. Un momento, per favore. No, signore, no. Mi dispiace. Danke, grazie. Prego. Entschuldigen Sie, ja, wohnt bitte? Bei Ihnen ein Signore Francesco Paspati? Nein, bei uns nicht. Danke. Entschuldigen Sie bitte, wohnt bei Ihnen dieser Herr? Signore Paspati? Nein, der Herr ist hier unbekannt. Bedauere, der Herr wohnt nicht hier. Entschuldigen Sie bitte, kennen Sie diesen Herrn hier? Nein. 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 Und wenn wir ihn hier nicht finden, was dann? Ja, was dann? Dann wird Dr. Severin wahrscheinlich die Polizei um Hilfe bitten müssen. Nein, nicht die Polizei. Bitte nicht. Da kommt er ja. Hallo, Doktor! Hallo! Na, was gibt's? Nichts. In keinem Hotel ist er bekannt. Also ist er gar nicht hier? Doch, in der Nähe muss er sein. Ich war eben am Postamt, am Postrestanteschalter. Ist ein Brief für ihn da? Von mir? Tja, das konnte ich natürlich nicht feststellen. Ja, dass ein Brief da liegt, hat noch nichts zu sagen. Aber da erst gestern einer abgeholt wurde, wie der Beamte mir sagte, muss er also hier sein. Ja, oder zumindest in der Nähe. Und die Nähe von Porto Maurizio heißt für einen Spieler das Casino von Sanremo. Herr Direktor? Hier. Mein Name ist Dr. Severin. Ich wollte Sie fragen, kennen Sie diesen Herrn?
Ich kann nichts sagen über unsere Gäste. Er wird gesucht, Herr Direktor. Er hat sich gegen die Gesetze vergangen. Ich darf nichts sagen, Monsieur. Hier gilt nur ein Gesetz, Diskretion. Der Mann ist ein Desperado, wenn Sie wissen, was das ist. Voll. Ein Mensch, der war Bank spielt und der jeder Verzweiflungstat fähig ist, wenn er das Letzte verspielt hat, was er besitzt. Es tut mir leid, ich darf nichts sagen. Und das Letzte, was er besitzt, ist eine Lebensversicherung, ist sein Leben, Monsieur. Es tut mir leid. Ich habe bestimmten Anlass anzunehmen, dass er sich hier das Leben nehmen wird. Hier? Im Casino? Ja, hier. Sie wissen ganz genau, was ein Selbstmord im Casino für Sie heißt. Das heißt Skandal. Bitte kommen Sie. Also, Sie kennen ihn? Ja, er hat gespielt und verloren und wieder gespielt und wieder verloren. Und dann hat er mich angefleht und gebettelt und dann wollte er mir seine Police verpfänden für 5000 Francs. Und Sie haben es getan? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn zur Bank geschickt. Und dort hat er das Geld bekommen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er hat wieder gesetzt und wieder verspielt. Und dann? Ja, dann ist er gegangen. Aber Sie wissen nicht, wohin? Nein, ich habe ihm noch angeboten, das Fahrgeld für nach Hause. Er hat nicht gewollt. Er hat gesagt, ich brauche kein Fahrgeld mehr. Aha. Ja, vielen Dank. Herr Direktor? Haben Sie ihn gefunden? Ihn nicht, aber seine Spur. In San Remo? Ja, und was gibt's denn hier Neues? Der Brief liegt noch hier. Na, da wird er ja kommen. Übrigens, der Brief ist jetzt Nebensache. Ich war eben bei der Polizei. Wollen Sie ihn doch verhaften lassen? Sie haben mir doch versprochen. Es ist besser so, Frau Passepartout. Es ist vorläufig die einzige Möglichkeit, Francesco vor sich selbst zu schützen. Aber vielleicht könnte man versuchen. Da ist er. Verhalten Sie sich ruhig. Signora Passepartout? Francesco! Francesco! Ich bin Retro. Und du? Tja, und weg war er. So sind manche Männer. Das war's bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Schaltet demnächst wieder ein, wenn es heißt, das Kriminalbüro ermittelt. Jetzt noch schnell das Däumchen drücken. Vielen Dank für dein Like.